Die wohl bekannteste Grafik, die den Klimawandel beweisen soll, des sogenannten Hockey-Sticks von Michael Mann. Dann gab es jemanden, der diese Grafik überprüfen wollte, aber dabei nicht so richtig weitergekommen ist. Es gibt einen Mathematiker, der nennt sich Steve McIntyre, zum Beispiel die mittelalterliche Wärmeperiode plötzlich nicht mehr da war. Und dann hat er angefragt, er möchte bitte mal die Rohdaten haben, entweder mit falschen oder nicht ganz vollständigen Daten gefüttert. Der Abstand der Baumringe gibt an, wie schnell der Baum in dem jeweiligen Jahr gewachsen ist. Man geht davon aus, mehr Temperatur ergibt mehr Baumwachstum, weniger Temperatur ergibt weniger Baumwachstum. Natürlich hat ein Baum verschiedene Parameter. Keith Briffer, der hat auch Baumringdaten ermittelt. Die Temperaturdaten, die wir schon von Thermometern kannten, dass die nach oben gingen, nämlich im späten 19. und 20. Jahrhundert, da gingen seine Baumringdaten plötzlich nach unten. Im IPCC wurden die Baumringdaten einfach abgeschnitten von Keith Briffer. Und es gibt 20 Baumringdaten, die in der Gesamtberechnung fehlen. Und wenn man diese 20 Baumringdaten in Rechnung mit einbezieht, dann plötzlich erscheint die mittelalterliche Wärmeperiode wieder, die entweder genauso warm wie heute war oder auch um 2 Grad wärmer.